Hallo, meine Lieben. Ja, mich hat gerade ein Paket erreicht, nämlich dieses hier. Und ich dachte mir, ich pack's auf jeden Fall mit euch aus, weil ich immer voll Lust habe, euch das zu zeigen. Es ist ein neues Teil für Ashwig und allgemein ein Teil, was ich brauche für die Babys. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Wie gesagt, sieht das Ganze so aus. Ich bin immer wieder enttäuscht von der Post, wie sie mit unseren Paketen umgeht. Also hier ist es total aufgerissen. Wenn das jetzt irgendwas Wichtiges wäre, wäre das auf jeden Fall kaputt. Ja, ich würde sagen, wir packen das auf jeden Fall einfach mal aus. Ich habe heute voll im Auspackfieber, weil es, glaube ich, schon das vierte Paket, was ich heute auspacke. Ja, packen wir das mal aus. Da. Wie gesagt, ein Teil für Ashwege. Und ein bisschen ein Teil für allgemein so die Babys. So, also ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Tadadada. Seht ihr schon, was es ist? Oh, das gelbe Schild verrät einiges. Ja, es handelt sich um eine Steifdecke. Ja, wir haben eine Steifdecke gekauft, wie ihr seht. Von Steif. Die haben wir gekauft, weil ich eine Kinderwagendecke haben wollte, die für den Winter ziemlich gut ist. Und dann habe ich diese hier gefunden. Und die war so günstig, dass ich einfach zuschlagen musste. Und ja, jetzt haben wir eine schöne Steifdecke. Ich mag das, ich mag diesen Teddy total. Also ich finde, Steif ist ziemlich überteuert und einfach viel zu teuer für die Qualität, weil so gut ist die Qualität gar nicht. Aber die Decke war sehr günstig und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kaufe sie jetzt mal, weil ich ja, eine Decke brauchte für den Winter und die in den Kinderwagen passt für Eschwege. Ja, und deswegen haben wir die gekauft. Ich habe sie jetzt genommen in blau-weiß gestreift. Seht ihr? Hier am Rand ist sie so ein bisschen enger gestreift. Hier ist sie halt ganz groß gestreift. Großblöckig, sagt man mal, ne? So. Die ist auch gar nicht so groß. Passt komplett aufs Bild. Tada. Aber ich wollte sie halt einfach für den Kinderwagen haben. Und für den Kinderwagen ist sie wirklich perfekt. Weil man kann sie halt einfach so in der Mitte einmal so durch. So. Dann ist sie nur die Hälfte groß und so passt sie perfekt in den Kinderwagen. So. Und auch perfekt für den Sommer. Also jetzt, wenn wir nach Eschwege fahren, glaube ich, sieht man die Decke nur, wenn wir in der Halle sind. Weil draußen werden wir auf jeden Fall die Winddecke vom Kinderwagen noch drauf haben. Aber ich finde es einfach voll schön, wenn man dann diesen Teddy hier sieht. Total toll. Ja, also Steif kennt, glaube ich, auch jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit Babys auskennt. Hier ist das Zeichen noch. Und ganz groß ist halt einfach der Teddy. Der ist halt einfach Steif, ne? Ja, jetzt wollte ich noch von Steif auch einen rot-weiß gestreiften Body kaufen. Die finde ich nämlich so schön. Ich liebe die rot-weiß gestreiften Bodies. Die wollte ich auf jeden Fall auch noch von Steif kaufen. Und sonst kaufe ich auch nichts von Steif, weil ich, wie gesagt, finde, die sind viel zu teuer. Weil diese Decke hätte man auch eigentlich von einer anderen Marke, von einer No-Name-Marke oder so kriegen können. Nur, ich habe die jetzt halt gesehen. Sie war halt genauso günstig wie eine No-Name-Decke. Und deswegen habe ich gesagt, okay, nehmen wir die mit. Ich hätte sie mir wirklich größer vorgestellt. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen enttäuscht. Aber es geht. Es ist halt wie gesagt nur eine Kinderwagendecke. Wenn man jetzt was Großes haben will, dann ist es schon echt zu klein. Aber ich finde auch, die ist wirklich schön weich. Ich finde die echt schön. Ich glaube, ich werde da selber mal ein paar Tage drin schlafen. Dafür ist sie dann wirklich ein bisschen zu klein. Aber ich finde sie wirklich sehr schön. Sie ist wirklich sehr weich. Total toll irgendwie. Wie findet ihr sie? Also, wie findet ihr die Farbkombination? Die gibt es natürlich in ganz, ganz vielen Farben. Und ich wollte auch zuerst eine in rosa kaufen. Für die Mellmaus. Aber ich finde, sie sollte ein bisschen neutraler sein. Ich finde, dieses Blau ist sehr neutral, finde ich. Oder so blau-weiß gestreift finde ich schon sehr neutral. Aber vielleicht, wenn mal wieder so ein Schnäppchen kommt, wie bei dieser Decke, werde ich auf jeden Fall eine rosa noch kaufen. Oder eine andere halt einfach. Ich habe auch letztes Mal eine rot-weiß gestreifte gesehen, fand ich auch super schön, weil ich halt das Steif-Rot-Weiß total liebe. Ich finde das so toll.
Ja, aber das schauen wir auf jeden Fall mal, was noch so kommt. Auf jeden Fall auch nur, wenn es ein Schnäppchen ist, weil ich halt, wie gesagt, finde, Steif ist einfach viel zu teuer. Und deswegen, ja. Ist natürlich auch jedem seine Meinung. Wenn ihr jetzt Steif total liebt und das Geld ausgeben wollt, dann macht das. Ich würde es auch gern haben. Steif ist super toll. Ich mag das total. Aber ich finde, es ist einfach viel zu teuer. Und ich bin jetzt auch glücklich, ich habe eine Steifdecke. Das erste Teil, was ich von Steif jemals besessen habe. Und ja, aber die war halt, wie gesagt, für Eschweg und es war ein super Schnäppchen. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich glaube, ich kann euch auch sagen, was ich bezahlt habe. Ich glaube, ich habe 15 Euro bezahlt. Ja, das finde ich für einen Steifdecker ist es gut. Es geht noch günstiger, aber es ist gut. Ich habe eine andere Decke gesehen, die hat das gleiche gekostet und die gefiel mir jetzt nicht so gut. Und da habe ich einfach gesagt, okay, für den gleichen Preis kannst du dir auch eine Steifdecke kaufen. Ja, und das war es auch. Also, ging halt einfach nur um diese wunderschöne Steifdecke, die wir jetzt bekommen haben. Ist ja einfach so ein Mini-Auspack-Haul irgendwie. Ja, aber ihr werdet sie auf jeden Fall jetzt in Action sehen bei uns hier. Und dann könnt ihr mir gerne mal berichten, ob ihr Steifsachen habt. Also, habt ihr Steifsachen, gerne mal in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.